Hallo ihr Lieben, kennt ihr das? Ihr sollt irgendwas zum Mittag kochen oder Besuch kündigt sich an und ihr braucht irgendetwas Leckeres zu essen und habt mal wieder keine Ahnung, was ihr kochen sollt, dann habe ich hier die perfekte Idee für euch. Es gibt leckere Hähnchenbrustfilets mit Gemüse, Kichererbsen und einer fettarmen Tomaten-Sahnesoße, damit ihr auch ohne schlechtem Gewissen schlemmen könnt. Und das Ganze serviere ich auf würzigem Couscous, reiche dazu noch Naturjoghurt und Schnittlauch. Wie immer ist das Rezept sehr unkompliziert und einfach nachzumachen. Und das Gute ist, wir benötigen keine exotischen Zutaten. Jetzt starten wir zuallererst mit der Hauptspeise. Dafür benötigen wir eine Hähnchenbrust, die habe ich in mundgerechte Stücke geschnitten. Etwas Öl, Curry und edelsüßes Paprikapulver. Honig, ein paar Möhren, bereits vorgekochte Kichererbsen, außerdem eine Knoblauchzehe, fein gehackte Zwiebeln, ein wenig Tomatenmark und Sahne, dann nehme ich gerne die fettreduzierte Variante. Und des Weiteren benötigen wir Gemüsebrühe und Sojasauce. Als allererstes habe ich das Öl in meiner beschichteten Pfanne erhitzt und gebe dort die fein gehackten Zwiebeln mit hinein. Nachdem die Zwiebeln dann glasig gedünstet wurden, kommt die Knoblauchzehe mit hinein und wird dann noch für ein paar Sekunden mitgedünstet. Anschließend geben wir die Hähnchenbrustfiletstückchen mit dazu und braten sie von allen Seiten gut an. Nach ein paar Minuten gebe ich dann die Sojasauce mit hinzu und verrühre das Ganze miteinander. Übrigens schreibe ich euch die genauen Mengenangaben immer unten in die Infobox. An dieser Stelle gebe ich noch den Honig mit hinzu und ich empfehle euch wirklich, den Honig mit reinzumachen, auch wenn ihr gar keine Honigfans seid vielleicht. Nehmt das mal mit rein und ihr werdet auf jeden Fall den kleinen, aber feinen Unterschied merken. An der Stelle gebe ich noch das Tomatenmark mit hinzu und verrühre das auch gut miteinander, bis sich das Ganze vermengt hat. Ihr könntet natürlich auch anschließend noch passierte Tomaten mit reinnehmen, jedoch mag ich es nicht, wenn die Soßen extrem tomatenlastig schmecken. Also schaut da einfach nach eurem Geschmack und dann geht es auch schon weiter mit den Möhren und mit den Kichererbsen. Nachdem die also auch im Topf gelandet sind, löschen wir das Ganze mit der Gemüsebrühe und anschließend mit der Sahne ab. Die fettreduzierte Variante nicht bevorzugt, der kann hier an der Stelle auch einen Becher Schlagsahne mit hineingeben. Jetzt geben wir noch die zwei Gewürze mit hinzu und an der Stelle braucht ihr auch gar kein Salz mehr mit hinzugeben, denn wir haben ja schon die salzige Sojasauce und noch die Gemüsebrühe, das reicht vollkommen. Nun lasse ich das Ganze 15 Minuten lang köcheln und zwar ohne Deckel, damit die Soße ein wenig eindicken kann. Und so sieht das Endergebnis aus nach 15 Minuten. Ich zeige euch hier nochmal die Flüssigkeit. Falls ihr so schon zufrieden seid damit, dann ist das Ganze jetzt schon fertig. Ich möchte das allerdings ein klein wenig sämiger und dickflüssiger und habe jetzt hier ein Gemisch aus Wasser und Mehl und gebe das jetzt nochmal mit in den Topf, lasse das Ganze kurz aufkochen und dann habe ich eine ganz klein wenig dickflüssigere Konsistenz. Für die leckere Beilage benötigen wir Instant Couscous, ein wenig Wasser. Außerdem Öl, da könnt ihr Olivenöl oder auch neutrales Öl nehmen. Außerdem noch Butter. An Gewürzen benötigen wir Kurkuma, Salz und Pfeffer und eine Knoblauchzehe. In meinen heißen Topf habe ich das Öl hineingegeben, dünste darin die Knoblauchzehe an, gebe dann nach ein paar Sekunden schon die Gewürze mit hinzu, rühre das ganz kurz um und dann wird das Ganze mit dem Wasser abgelöscht und einmal aufgekocht.
Anschließend wird der Herd ausgeschaltet, dann geben wir den Couscous mit hinein, rühren ihn ganz kurz um, damit er auch vollständig mit dem Wasser bedeckt ist. Anschließend gebe ich den Deckel darauf und lasse das Ganze 3 Minuten lang ziehen. So ist der Couscous auch schon gar und sofort servierbereit. Ich gebe immer gerne noch ein Stück Butter mit hinzu, damit er ein wenig weicher und fluffiger wird. Mit den 2 Gabeln lockere ich das gleichzeitig noch ein wenig auf. Und die Butter schmilzt auch schon in der Hitze des Couscous. Am Topfboden solltet ihr natürlich ein wenig aufpassen, dann nehme ich am liebsten meinen Holzkochlöffel. Und was beim fertigen Gericht nicht fehlen darf, ist natürlich Joghurt. Ich habe hier fettarm Naturjoghurt, ein wenig getrocknete Minze, außerdem noch Salz und Pfeffer und eine Knoblauchzehe. Und die presse ich schon direkt in den Joghurt hinein, gebe anschließend die Gewürze mit hinzu und dann wird das schön verrührt, bis sich alles miteinander verbunden hat. Und so sieht das Ganze angerichtet aus. Ich finde, die Farben sehen wunderschön aus, die Geschmackskomponenten passen wunderbar zusammen. Und falls ihr das Ganze mal nachmacht, dann hinterlasst mir doch gerne Feedback in den Kommentaren. Falls ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann hinterlasst mir doch gerne ein Abo, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!